Die Liebesgerüchte um Timon Krause, 28, und Ekaterina Leonova, 36, reißen nicht ab, im Gegenteil. Kurz vor seinem 9. Let's Dance-Auftritt hat der Mentalist nun liebevolle Worte für seine Tanzlehrerin gefunden. So, die ersten Proben sind geschafft, meldete sich das Tanzduo am Donnerstag sichtlich zerzaust in Ekats Instagram-Story. Nach der vergangenen Woche, in der sie bei der Entscheidung zittern mussten, haben sich die beiden für den heutigen Freitagabend viel vorgenommen. So müssen die Kandidaten in Show 9 gleich zwei Auftritte meistern. Neben Timmons und Ekats Lindy Hop Dance Battle im direkten Duell mit Let's Dance Konkurrent Knossi, 36, stehen die Paartänze dieses Mal unter dem Motto Magic Moments. Ganz schön herausfordernd, urteilte Timon nach den ersten Proben über die eigene Performance, und das sowohl tänzerisch als auch emotional. Eine Einschätzung, die Ekat offenbar sehr gut nachvollziehen kann. So sei die gesamte Woche wirklich schwierig und emotional gewesen, offenbarte sie. Let's Dance. Timon Krause und Ekaterina Leonova tanzen ihren Magic Moment. Depressionen bringen eine extreme Hilflosigkeit mit sich, weil man sich fürchterlich fühlt. Alle fragen dich, warum bist du so traurig? Warum bist du so wütend? Warum weinst du ständig? Und der Grund ist gefühlt alles, erinnerte sich der Gedankenmagier an die schwere Zeit zurück. In ihrem Magic Moments Tanz wollen Ekat und er die Depression als eine Art Dämon im Kopf auf dem Parkett abbilden. Das Training dafür entpuppte sich für die beiden als enorme Herausforderung. Es sei sogar zu einer riesigen Diskussion gekommen, verriet Ekat. Die Hintergründe dazu wollte das Tanzpaar bei Instagram jedoch nicht erläutern. Inzwischen herrscht augenscheinlich wieder Harmonie und Ekat ist bereits in großer Vorfreude auf die bevorstehende Show. Das wird bestimmt super, super schön. Das kann man wirklich nicht zusammenfassen, wie viel man hier erlebt. Also wir leben wirklich so wie in einem Tunnel, erklärte die gebürtige Russin gegenüber RTL. Bevor Timon schmunzelnd ergänzte, und in den meisten Tunneln wartet man auf das Licht am Ende des Tunnels. Aber in diesem Tunnel bist du mein Licht. Schmeichelnde Worte, die bei Ekat runtergingen wie Öl. Das hat er aber schön gesagt, lobte die Beauty ihren Tanzschüler und dürfte damit die Gerüchteküche um eine mögliche Romanze zwischen den beiden nur noch weiter anheizen.